Der Schmerz der Dornen wird jetzt von den Oberhäuptern in der katholischen und in den christlichen Kirchen gefühlt. Freitag, 11. Januar 2013, 11.25 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, bitte schenke mir Gehör und höre genau hin, da ich meinen Schmerz offenbar. Mein von Dornen bedecktes Haupt wird schmerzlich zerstoßen, da ich 2000 Jahre nach meiner Zeit auf Erden den Schmerz meiner Kreuzigung erleide. Die Zeit für mein zweites Kommen ist sehr nah. Niemand soll meine Verheißung, dass ich wiederkomme, anzweifeln. Niemand soll daran zweifeln, dass das jederzeit sein kann. Bereitet eure Seelen vor, denn die Zeit ist nah. Weit besser ist es, dass ihr euch auf den Zustand eurer Seele konzentriert als auf die Beschaffenheit eures zukünftigen Wohlstands. Der Schmerz der Dornen wird jetzt von den Oberhäuptern in der katholischen Kirche und in den christlichen Kirchen gefühlt. Sie leiden so, weil ihnen Lehren aufgezwungen werden, die ihnen von politischen Führern diktiert werden und die aus dem Mund des Tieres hervorquellen. An all jene, die mein Wort, nämlich diese Botschaften, angreifen, ich muss euch warnen, dass der Kampf zwischen Gott und Satan in der Endzeit heute stattfindet. Möge mein Vater euch eure Vergehen verzeihen. Möge er seine Barmherzigkeit auf eure irrigen und eigensinnigen Wege gießen. Alle, welche über die Sünder stillschweigend hinwegsehen. Der Schmerz der Dornenkrone, die im Todeskampfe auf meine christlichen Kirchen auf Erden niedergedrückt wird, wiederholt sich in dieser Zeit, wie vorausgesagt. Der Schmerz der Ablehnung meines Wortes, meiner Existenz und meiner Lehren, wird nicht allein von mir gefühlt, sondern auch von all jenen bedauernswerten Seelen, die mich ehren, die mein heiliges Wort öffentlich verkünden und die mich lieben. Mein Herz ist eng mit ihnen verschlungen, in Liebe und Leid. Sie werden das augenblicklich erkennen, denn ich gewähre ihnen jetzt die Gnade der Tränen der Liebe und der Umkehr, wenn sie dieses Kreuzzugebet beten. Kreuzzugebet, 93. Um die Tränen der Umkehr. O mein geliebter Jesus, du bist meinem Herzen nah, ich bin eins mit dir. Ich liebe dich, ich schätze dich hoch. Lass mich deine Liebe fühlen, lass mich deinen Schmerz fühlen, lass mich deine Gegenwart fühlen. Gewähre mir die Gnade der Demut, damit ich deines Königreiches auf Erden, so wie es im Himmel ist, würdig gemacht werde. Gewähre mir die Tränen der Umkehr, damit ich mich dir aufrichtig als ein wahrer Jünger anbieten kann, um dir in deiner Mission zu helfen, jede einzelne Seele auf Erden zu retten, bevor du wiederkommst, um die Lebenden und die Toten zu richten. Amen. Geht nun, meine geliebten Anhänger. Ich verspreche, dass ich euch die Gnade der Tränen der Umkehr gewähren werde, so dass ihr in meinem heiligsten Herzen wirklich vereint sein werdet, wenn ihr dieses Gebet sprecht. Mein Herz umarmt euch, meine geschätzten und treuen Jünger. Ich liebe euch. Ich bin jetzt mit euch, in einer Weise, dass ihr es schwer abstreiten könnt. Euer geliebter Jesus.